Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Behandlung des Sarkoms. Dieser bösartige Tumor kann an verschiedenen Stellen des Körpers auftreten und muss natürlich behandelt werden. An der Asklepios Klinik St. Georg gibt es seit dem Juli 2017 ein Sarkomzentrum, das für sämtliche Patienten der Asklepios-Häuser bundesweit zuständig ist. Hier kümmert sich ein interdisziplinäres Team um die Behandlung. Professor Dr. Caroline Tonus ist Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie in St. Georg und sie leitet dieses Sarkomzentrum. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Frau Professor Tonus, erklären Sie uns doch noch einmal, was genau ist eigentlich ein Sarkom? Ein Sarkom ist sehr selten, ist ein bösartiger Tumor und kann aus unterschiedlichsten Geweben hervorgehen, sprich Bindegewebe, Fettgewebe, Muskulatur, aber auch Knochen, Knorpel oder zum Beispiel Gefäßwände. Und wenn Sie sagen, ist sehr selten, was heißt das dann? Wir gehen davon aus, ca. 1 bis 3 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Und wenn wir das mal auf die Bundesrepublik Deutschland hochrechnen, entsprechen dem ca. nur in Anführungsstrichen 2.500 Neuerkrankungen pro Jahr. Ja, was man aber ja dennoch ernst nehmen muss. Denn wenn Sie uns jetzt die Symptome erklären, dann versteht man vielleicht auch, warum dieses Sarkom so gefährlich ist. Es ist sehr, sehr unspezifisch. Die Patienten kommen und klagen über Bauchschmerzen, über Rückenschmerzen. Was ich selbst bei den Weichteiltumoren, die typischerweise hinter dem Bauchsack im sogenannten Retroperitoneum ansässig sind, was dort auffällt, dass der Bauchumfang zunimmt. Ja. Und dadurch entsprechend man früher satt ist, sogar eher an Gewicht zunimmt durch diese Tumormasse. Der letzte Tumor, den ich hier in Hamburg operiert habe, war über 14 Kilo schwer. Ja. Entsprechend dann auch der Rückstrom aus den Beinen schlechter wird, die Lymphe, das Blut, also die Beine dicker werden können. Oder aber, wie auch gesagt, Sättigungsgefühl früher, schlechter Luft einatmen können. Also alles ganz, ganz unspezifisch, dass man nicht direkt auf dieses Sarkom gestoßen wird. Ja, das heißt also, das, was Sie da jetzt gerade operiert hatten, bei dem Patienten oder der Patientin, da war dieser Tumor im Bauchraum, nee, er war hinter dem Bauch, genau. Sozusagen in der Nierengegend, ist das dann so? Das Bauchfell umgibt ja den Bauchraum und dahinter ist das sogenannte Retroperitoneum. Ja. Und dort kann man sich vorstellen, das war ein Liposarkom, also aus Fett, ja, bestehend. Und dann kann man sich ausdenken, wenn dort hinten 14 Kilo sitzen, dass die Organe im Bauch entsprechend verschoben werden. Und derjenige, der Herr immer sagte, ich muss meinen Gürtel immer weiter schnallen, ja, und hat eben nicht an Gewicht verloren, was sonst für die Tumorpatienten so typisch ist. Ja, aha, das heißt also, man kann den durchaus auch verwechseln mit dem üblichen Älterwerden, wo man ja auch vielleicht rund um die Bauchregion zunimmt, ohne sein Gewicht zu verändern, weil man eben in die Jahre kommt. Ist das so? Genau. Wo kann denn dieses Sarkom noch auftreten, wenn nicht im Bauchraum? Es gibt, wenn wir es aufteilen, ungefähr 80% an Armen und Beinen, also dort deutlich häufiger, und 20% ungefähr in diesem sogenannten Retroperitoneum. Kann das jeder kriegen? Theoretisch ja, wir wissen leider nicht, wo es herkommt. Ja. Es wird favorisiert Strahlung, PVC, aber all das ist nicht bewiesen. Demnach ja, leider, es könnte jeden treffen. Ja. Wenn man zu Ihnen kommt und es gibt diesen Verdacht, dass da was sein könnte, was können Sie dann tun? Wie läuft die Diagnose? Wir brauchen erst Schichtbilder. Oftmals kommen diejenigen mit einer Sonographie oder einem CT. Mhm. Wir sehen das MRT als Goldstandard. Und dann ist es ganz wichtig, dass man vorweg diese Diagnose feingeweblich, sprich histologisch sichert. Und da ist es ganz entscheidend, auch die richtige Prozedur zu wählen, um an dieses Gewebe heranzukommen. Das sind ganz spezielle Probebiopsien. Wir nennen das Fächerbiopsien, mindestens an 6 Stellen an verdächtigen Regionen in diesem Tumor mit ganz speziellen Nadeln. Das sind sogenannte Koaxialnadeln. Das kann man sich so vorstellen, dass die in eine Hülse nach der Punktion zurückgezogen werden, damit man auf dem Weg zurück vom Tumor wieder nach außen keine Tumorzellen verschleppt. Okay, das heißt also Biopsie, ich werde angestochen durch eine Nadel in diesen Bereich da hinein. Ist das unangenehm für mich dann?
In lokaler Betäubung, danke, dass Sie es ansprechen, sonst schüren wir ja Ängste. Nein, das machen wir in lokaler Betäubung und demnach ist das gut zu ertragen. Ja. Wie läuft denn das dann insgesamt ab mit der Diagnose? Also der Stich, die Biopsie, das wird ja nicht das erste sein wahrscheinlich, was Sie machen. Erst die Schichtbildgebung, viele kommen schon in die Spezialsprechstunde also mit, Röntgen, wie gesagt, dem Ultraschallbefund oder dem CT, das wird immer noch häufiger gemacht. Ja. Oftmals ist es ja auch ein Nebenbefund oder ein Zufallsbefund. Mhm. Und dann, wie gesagt, Goldstandard MRT. Dann würden wir nochmal sozusagen den gesamten Körper untersuchen wollen, um Metastasen auszuschließen bestenfalls. Mhm. Und dann käme schon als nächstes diesen Verdacht, feingewebig zu sichern. Dann kommt der Pathologe ins Spiel, der das natürlich viel besser kann als wir, sich die Zellen unter dem Mikroskop anschaut und uns dann diese Diagnose entweder bestätigt oder auch widerlegt. Könnte ja auch eine einfache große Fettgeschwulst sein. Und das kann eben nur unter dem Mikroskop unterschieden werden. Wie lange dauert das denn dann, bis Sie Gewissheit haben, ob da was ist oder nicht? Wir sind recht flott. Mit dem Pathologen zusammen haben wir das Ergebnis nach ungefähr 48 Stunden. Ja. Und angenommen, Sie würden dann etwas finden, was Sie behandeln wollen oder müssen auch. Was passiert dann mit dem Patienten? Wenn wir ihn durchuntersucht haben, keine Metastasen vorliegen, also wir jetzt diesen isolierten Tumor vorliegen haben, ist immer das Ziel, ihn in Gänze operativ zu entfernen. Und ich überblicke ja jetzt ungefähr 25 Jahre Chirurgie. Mhm. Und wenn ich zurückdenke, war es am Anfang so, diese Sarkome haben eine Kapsel, dass man diese Kapsel rausoperiert hat. Ja. Und damit zufrieden war. Und dann hat man im Laufe der Zeit gesehen, da kommen ja doch häufiger in dieser Region wieder Tumore, das sogenannte Rezidiv. Mhm. Und dann hat man die Operationstaktik verändert und gesagt, das muss man radikaler operieren und sozusagen alles, was um den Tumor herum liegt, wird mitoperiert. Also wenn die Leber da angrenzt oder der Magen, Darm, Niere, welches Organ auch immer, das muss en bloc im Ganzen operiert werden, dass ich am Ende dieses Sarkom im OP überhaupt nicht sehe. Das liegt innen, umgeben von diesen Schichten der Organe und die werden mit entfernt und diese Ränder, die müssen dann sozusagen wieder feingeweblich tumorfrei sein und dann haben wir die Voraussetzung geschaffen für eine Heilung. Ja, das heißt, um geheilt zu werden, muss ich als Patient etwas in Kauf nehmen unter Umständen, nämlich dass ich Teile eines Organs oder auch das Ganze verliere? Ja, die angrenzenden Organe nennt man Compartmentresektion und alles, was ich gebe praktisch vorher mit dem Röntgenarzt oder Radiologen zusammen an die Bilder und lege mir die Linie um dieses Sarkom mit den randbildenden Strukturen. Mhm. Und das mögen eben unterschiedliche Organe, aber auch Bindegewebsschichten sein und die werden en bloc, vorher weiß ich schon genau, was mit weg muss sozusagen. Ja. Und das legen wir fest und so wird es dann auch in Gänze operativ entfernt. Kann man das denn mit jedem Patienten machen? Es gibt kleine Tumore, da muss man wenig mitnehmen. Es kommt immer drauf an. Sie können sich vorstellen, bei diesen 14 Kilo geht das auch dann gar nicht mehr. Ja. Dann ist es irgendwann Hypothese. Aber die Strategie ist möglichst, die benachbarten Strukturen mit zu entfernen. Da muss man natürlich unter Umständen auch eine gewisse biologische Fitness mitbringen. Aber heute, dank der guten Anästhesie und der schonenden Verfahren und der guten Nachbehandlung auf einer Intensivstation ist sehr viel möglich, auch im Alter. Ja. Haben Sie die Möglichkeit, große Tumoren vorher zu verkleinern, zum Beispiel durch Bestrahlung? Ja, und zwar in Kombination mit der Chemotherapie ist das auch die Therapie der Wahl, bei diesen monströsen Tumoren zu versuchen, sie zu verkleinern, um dann eben das OP-Ausmaß geringer zu halten. Die Chemo, gibt es da spezielle Methoden, die speziell für Sarkome besonders geeignet sind? An Armen und Beinen, da kann man die Chemotherapie erwärmen und diese Kombination von Chemotherapie und Erwärmung ist ein besonderes Verfahren in der Sarkombehandlung. Ja, okay, aber diese Möglichkeit im Bauchraum oder hinter dem Bauchraum? Gibt es dort nicht, die gibt es leider nur an Arm und Bein wegen der Gefäßsysteme, dass man das einspritzt und läuft sozusagen bis zum Fuß und über die Venen dann wieder zurück, entsprechend dann auch am Arm. Ja. Heißt das dann, dass die Behandlung oder ich sag mal so die, die Therapie, um den Krebs zu entfernen, um das Sarkom zu entfernen, dass die in mehreren Etappen vorangeht und gar nicht mit einem Krankenhausaufenthalt getan ist, also auch wegen der Bestrahlung und der Chemo?
Bei Vorbehandlung ja, wenn der Tumor kleiner ist und wir als Chirurgen sicher sind, das in einer Sitzung entfernen zu können, dann hat man nicht die Vorbehandlung. Das ist wie ein maßgeschneiderter Anzug, immer individuell auf den jeweiligen Patienten, auf die Patientin abgestimmt. Ja, nun sind Sie ja die Leiterin des Sarkomzentrums von Asklepios. Was ist denn dann für Sie der Vorteil? Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn es darum geht, auch Organe mit entfernen zu müssen, dann werden ja auch die Kollegen anderer Disziplinen da eine Rolle spielen vielleicht? Ja. Sarkomtherapie ist Teamarbeit. Ja. Wir hatten jetzt schon angefangen von der Diagnostik, da braucht man den guten Röntgenarzt, dann den Pathologen, der wie gesagt das Ganze sich unter dem Mikroskop anschaut. Und dann kommt man ja in die Frage Vorbehandlung, ja, nein, dafür wichtig der Strahlentherapeut, der Chemotherapeut. Und dann kommen erst die chirurgischen Disziplinen. Und wie Sie richtig sagen, wir als Bauchchirurgen alleine kommen manchmal gar nicht zurecht, brauchen dann noch für die Gefäßeingriffe zum Beispiel den Gefäßchirurgen, den plastischen Chirurgen, wenn man nachher einen Defekt decken möchte, oder den Neurochirurgen, wenn es gilt, Nerven zu nähen. Also das ist eine gemeinsame Arbeit, mehrere Fachdisziplinen abgestimmt am OP-Tisch. Ja, genau, das ist das menschliche Know-how, aber es gibt ja auch noch ein Geräte-Know-how, glaube ich, dann, das man da nutzen kann, oder? In so einem Zentrum, also dass man über größere Geräte verfügt oder dass man Geräte mitnutzen kann. Also diagnostisch haben wir es besprochen. Ja, vielleicht spielen Sie auf die intraoperative Bestrahlung an. Die sind wir jetzt gerade, die wird gerade gebaut. Das ist noch ein sozusagen ein Add-on, was man zusätzlich, wenn man schon operiert hat, noch zur Verfügung hat. Noch ist es nicht so weit. Wir wollen im August fertigstellen. Und dann legt man in dieses Tumorbett, wo man vermeintlich noch vielleicht mikroskopisch, die man ja nicht sehen kann, Tumorzellen vermutet, legt man dann diesen Strahlenapplikator ein und kann dann am Ende der Operation, bei uns jetzt zum Beispiel am offenen Bauch, noch eine Bestrahlungseinheit geben. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wird erst dann in der zweiten Jahreshälfte soweit sein. Nun haben wir ja bislang gesprochen über die Sarkome in Weichteilen, aber es gibt sie ja auch an Knochen. Wo werden die behandelt und wie werden die dann behandelt? Hier in St. Georg haben wir natürlich auch die Knochenchirurgen, die Tumororthopäden an unserer Seite, das ist Herr Professor Frosch und sein Team. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch einen zweiten Experten in unseren Reihen haben, das ist Herr Professor Hillmann in Bad Abbach, sodass letztendlich Knochensarkome an zwei Standorten versorgt werden können. Und die Weichteilsarkome, darauf haben wir uns geeinigt, weil das ja wie gesagt nur 20% von allen Sarkomen sind, dann wirklich, wenn möglich, hier in St. Georg wegen der gebündelten Kompetenz behandelt werden sollen. So viel Kompetenz also dann für die Patienten. Trotzdem wollen ja die Patienten selbst das Gefühl haben, dass sie mitentscheiden und dabei sind. Bei diesen Tumorkonferenzen, die Sie veranstalten, mit Ihren Kollegen, um herauszufinden, wie man die beste Therapie machen kann, muss dafür eigentlich der Patient zu Ihnen kommen oder geht das mittlerweile auch virtuell? Es geht dank der modernen Technik auch virtuell. Die Patienten verbleiben erstmal heimatnah. Dann können wir in den Tumorkonferenzen uns wunderbar zusammenschalten mit den dortigen Kollegen, können so wie wir jetzt auch eben über den Monitor sprechen, sehen dann die entsprechenden Röntgenbilder oder MRT-Bilder vor Ort und können das im gemeinsamen Gespräch miteinander klären. Die Empfehlung, da ist der Patient natürlich wegen aller Risiken, die auch zu besprechen sind, vorerst nicht dabei und das wird dann in der Sprechstunde vor Ort geklärt. Ja. Sollte es dann zu einer Operation kommen und dann würden die Patienten entsprechend entweder nach Hamburg eingeladen oder bei Knochentumoren auch nach Bad Abbach. Ja. Wie lange dauert es danach, bis man wieder auf dem Damm ist, so drücke ich es mal aus? Kommt drauf an, wie groß die Operation ist. Ja. Wenn ich ein kleines Sarkom operiere, geht man locker nach einer Woche nach Hause. Und vorhin sprachen wir drüber, wenn mehrere Nachbarorgane mit entfernt werden müssen, dann kann es natürlich auch schon mal länger als eine Woche sein. Gut, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte schön. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.